willkommen zu einem neuen Teil beim Lukas Kinderfilm Festival. Heute fühlt ihr euch wieder beide herum. Ich bin Ella. Ich bin Neil und wir sind hier im Vorführraum. Und das hinter mir ist ein Digitalprojektor, mit dem die Filme an die Wand gestrahlt werden. Und wir gehen jetzt ins Kino. Ein neuer Tag bei Lukas hat angefangen. Und es wartet auch gleich wieder eine neue Weltpremiere auf uns. Lukas erkundet gerade noch ein bisschen das Museum. Ich mache mich schon mal auf den Weg zum Kino, denn die Weltpremiere wartet nicht. Heute bei der Weltpremiere von Japari, die Wüstennixe, ist wieder ein ganz besonderer Gast da. Und zwar der Regisseur Nila Matapanda, der extra für uns aus Indien angereist ist. Deswegen fände ich es toll, wenn ihr auch beim Film aufmerksam seid und hinterher Nila ruhig mit euren Fragen bombardiert. Denn deswegen ist er ja da. Und er ist, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt, weil er heute für euch als Publikum seinen Film präsentiert. Der Film wurde im Original auf Hindi gedreht und nur Englisch untertitelt. Deswegen haben wir hier einen Live-Einsprecher, der das Ganze parallel übersetzt, damit auch wir alle im Kino alles verstehen. Schreier, hör mal zu. Du darfst deinen Brieffreund weiterhin schreiben, aber zwei Seiten über das Parlament, drei Seiten über das Rote Vor, eine Seite über den Bengali-Markt. Stell dir mal vor, was passiert, wenn ein anderer den Brief in die Finger kriegt. Der Lukas und ich, wir waren gerade in dem Film. Es geht darum, dass ein Geschwisterpaar aus der Stadt mit ihrem Vater in das Heimatdorf fahren. Dort kommen sie dann durch Zufall dem Geheimnis der Hexe auf die Spur. Ich fand auch, dass Der Inhalt, der war zwar ziemlich hart, es geht um Mädchendiskriminierung in Indien. Trotzdem ist das Ganze so verpackt worden, dass ich denke, dass auch Kinder das gut verstehen können. Und das ist ein Anstoß, darüber nachzudenken. Why is a boy more appreciated than a baby girl? Well, this is a lot of... There are a lot of reasons. The social status, you know, the social status of a girl is pretty low than the boys. I mean, this has many reasons actually. One is when you have a girl and you make them marry, you'll have to pay a lot of money to the boys. Two, generally the property rights, you know, if the father has say X amount of property, the property is always in the name of the males, not on the girls. So like that, there are many reasons, you know. So the subject is a pretty tough subject. How, why did you put it in a children's movie? Well, it is important that as an adult, as a bigger people, you cannot change. But what we thought is children are the future of the country. And if it comes to the children, what the children explores, which is how she discovers what is happening in the village, which adult has been hiding. So it's much more of an adventure. Suddenly you figure out, oh my god, the dark secret of the village comes out. So that's how you discover the issues. Und bei Lukas gibt es natürlich noch mehr. Im Moment kann man sich für die Sonderausstellung ein Rallye-Equipment ausleihen. Als Detektiv verkleidet muss ich viele knifflige Rätsel lösen und am Ende werde ich sogar vielleicht selbst ein richtiger Detektiv sein. Hey, geschafft! Das ist der Großlegetrick, dabei können wir selber Figuren zum Leben erwecken. Lukas will das natürlich auch ausprobieren und wir schicken ihn durch die Lüfte. Man muss die Figuren in ganz kleinen Schritten bewegen. Hier über mir hängt die Kamera und die macht dann die Fotos. Die ganzen Fotos werden dann zusammengeschnitten. Allein für unseren ganz kurzen Film haben wir über 120 Fotos gebraucht. Aber das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Wir verabschieden uns hier vom Lukas Kinderfilmfestival, aber auch morgen lohnt es sich wieder einzuschalten, denn wir haben nicht nur eine Weltpremiere, sondern auch noch ganz